So, jetzt habe ich die Leute stundenlang angelogen. Jetzt glaube ich, ich habe noch einen Kinderriegel, der in meine Macros passt hier. Das muss ich mal schnell machen. Und das ist genau dieses Problem. Alter. Das wird witzig. If it fits your macros oder sechsmal am Tag Reis, Hähnchen und Brokkoli. Womit baue ich besser Muskeln auf? Und jetzt kommt, glaube ich, hier so eine der großen, großen Kontroversen, die es im Bodybuilding gibt. Wie strikt muss ich essen? Wie muss meine Lebensmittelauswahl aussehen? Was darf ich essen? Was darf ich nicht essen? Was sind clean Lebensmittel? Was sind schmutzige Lebensmittel? Wie ist es mit einem Cheat Day? Mit einem Cheat Meal? Mit was auch immer? Oder kann ich auch einfach nur 10 Kinderriegel am Tag essen, wenn ich eben Fitzier Macros mache? Schwierig, oder? Jetzt kommt meine Meinung dazu. Meine Meinung ist, das Wichtigste, wenn wir jetzt mal in der Pyramide gehen, ist erstens deine Kalorienbilanz. Ganz einfach. Wenn du zunehmen willst, musst du mehr Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst. Wenn du abnehmen willst, dann musst du weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst. So einfach ist das Ganze tatsächlich. Es gibt auch schöne Studien, wo Menschen mit starkem Übergewicht auf eine Diät gesetzt wurden, die ausschließlich Big Macs enthalten hat. Wenn das irgendwer möchte, kann ich mir gerne die Mühe machen, diese Studie rauszusuchen. Aber sie haben nur so viel Big Macs bekommen, dass sie relativ zu ihrem Körpergewicht und ihrer Aktivität in einem Kaloriendefizit waren. Was passiert ist, ist, dass all diese Menschen abgenommen haben und dass all diese Menschen danach ein stark verbessertes Blutbild hatten. Bessere Blutfettwerte, bessere Leberwerte, besser alles. Was heißt es jetzt? Ist der Big Mac ein Gesundheitsgeheimnis? Nein. Der wichtige Punkt ist, das Kaloriendefizit ist der Grund gewesen für die massive Verbesserung des Gewichts und der Gesundheitswerte. Ist der Big Mac die beste Diätform? Bestimmt nicht. Und das würde ich auch nicht sonderlich satt machen. Was ich euch damit sagen will, ist erstmal, die grundlegende Ebene ist einfach nur, über ein Kaloriendefizit oder einen Kalorienüberschuss zu steuern, wohin will ich. Will ich abnehmen oder will ich zunehmen? Jetzt kommt die zweite Ebene, meine Makronährstoffverteilung. Wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Fett sollte ich zu mir nehmen? Jetzt wird bestimmt auch die Frage aufkommen, wie viel sollte ich persönlich essen? Deswegen gebe ich euch auf diesem Level jetzt schon mal eine ganz generelle Guideline. Ich persönlich arbeite gerne mit ungefähr 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, im Zweifel eher etwas mehr als weniger, mit 0,8 bis 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Fette sind wichtig zur Vitaminaufnahme, für hormonelle Funktionen, für Zellfunktionen. Das heißt letztendlich, essentielle Makronährstoffe sind Eiweiße und Fette, weil Eiweiße und Fette für essentielle Körperfunktionen zuständig sind. Du kannst ohne, ich nenne es mal dysfunktional oder ungesund zu werden, auf Kohlenhydrate verzichten. Auf Eiweiße und Fette tendenziell eher nicht, wenn wir jetzt wirklich davon reden, dass sie null wären. Heißt es jetzt, dass Kohlenhydrate schlecht sind? Ganz im Gegenteil. Wenn du deinen körperlichen Bedarf für die körperlichen Funktionen durch Eiweiße und Fette abgedeckt hast und die Baseline zum Muskelaufbau für Eiweiß abgedeckt hast, die ungefähr 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind, da sind wir eher schon am höheren Ende der Studienergebnisse, dann ist die Währung, die du bevorzugst, um deine Kalorien zu steigern, Kohlenhydrate. Denn Kohlenhydrate sind die bevorzugte Währung deines Körpers für Energiebereitstellung. Das heißt, egal ob du in der Diät bist oder im Aufbau, je mehr Kohlenhydrate du dann zu dir nimmst, insbesondere ums Trainingsfenster herum, umso besser für deine Performance, was sowohl in der Diät als auch im Aufbau sehr wichtig ist. Das heißt, wir haben die 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, 0,8 bis 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Jetzt kommen wir wieder runter zu Stufe 1. Jetzt bestimmst du mit der Menge an Kohlenhydraten, wie viel du zunimmst oder abnimmst. Und dafür brauchst du keinen Top-Secret-Kalorienrechner von Dr. So und so. Das Einzige, was du machst, ist, du rechnest deine Eiweiß- und Fettmenge basierend auf deinem Körpergewicht aus und dann nimmst du zum Beispiel einfach mal 2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht und guckst, ob du zu- oder abnimmst. Und je nachdem, ob die Waage das macht, was du willst, oder ob sie nicht macht, was du willst, erhöhst du oder senkst du deine Kohlenhydrate, um entweder abzunehmen oder zuzunehmen. Das ist die einfache Baseline, wie Ernährung funktioniert. Und wie ihr seht, jetzt haben wir über so ein elementares Spektrum gesprochen und jetzt kommen wir über diese kleinteilige Diskussion eben dahin, darf ich jetzt eigentlich statt Reis weißes Brot essen? Oder werde ich dann fett, statt dass ich Muskeln aufbaue?
If it fits your macros ist so ein missbrauchter Begriff. Weil auch hier wieder, es gibt nur schwarz oder weiß. Entweder fresse ich 2 Tüten Eis und 3 Tüten Gummibärchen oder ich esse 6 Mal am Tag Hähnchenreis und Brokkoli. Wenn ich dir das jetzt so vor Augen halte, würdest du nicht vielleicht auch denken, okay, es gibt eine Wahrheit, die dazwischen liegt? Das ist nämlich auch der einfache Fakt. Genau so ist es. Es gibt irgendwas, was dazwischen liegt. Und das heißt, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich gehe mal von If it fits your macros aus. Wenn ich dir jetzt sagen würde, du kannst 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen, würdest du diese 300 Gramm Kohlenhydrate mit 400 Gramm Haribos füllen? Ich hoffe nicht und ich glaube auch nicht. Andersrum, wenn du jetzt noch 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu verplanen hast und du im Aufbau bist und zum Beispiel eh schon recht satt bist und Schwierigkeiten hast, dein Essen reinzubekommen, würdest du vielleicht 50 Gramm von den 300 oder 400 Gramm Kohlenhydraten mit Haribos oder mit einem anderen Zuckerprodukt, das dir schmeckt, auffüllen? Vielleicht. Vielleicht ist es sogar sinnvoll. Schaden wird es dir auf jeden Fall nicht. Zucker ist nicht schädlich, wenn du insulinsensitiv bist. Und auch eine gesunde Baseline an gesättigten Fetten ist beispielsweise nicht schädlich. Was schädlich ist, ist natürlich, wenn du deine gesamten Makronährstoffe mit verarbeiteten Schrottlebensmitteln füllst. Das macht aber kein gesunder Mensch. Ich habe Leute auf die Bühne gestellt, die in Topform sind, schöne Grüße an Gerrit an der Stelle, die bis eine Woche vom Wettkampf noch 8 Scheiben weißen Toast gegessen haben. Oh mein Gott. Und weißt du warum? Nicht aus Prinzip, weil man sagen konnte, oh guck mal, wir können das machen und trotzdem hart auf die Bühne kommen. Einfach nur, weil das noch im Off-Season-Ernährungsplan drin war. Dementsprechend, ich möchte jetzt hier nicht in alle Aspekte tief eintauchen. Was ich euch sagen möchte ist, if it fits your macros, wenn es für dich heißt, ich esse den ganzen Tag nur Müll, dann ist dieses Konzept Müll. Andersrum, wenn ich sage, hey, es ist erstmal wichtiger, meine Gesamtkalorien zu kennen, die sinnvoll auf die Makronährstoffe zu verteilen und sie dann mit Lebensmitteln zu füllen, die gesund sind und unverarbeitet, zu großen Teilen, aber auch die mir schmecken und auf die ich Lust habe, dann ist das deutlich sinnvoller, als dir einen Mealplan reinzuzwingen, der zum Beispiel eben 5 Mal am Tag Hähnchen und Reis und Brokkoli ist, wo du davor sitzt, einen Ekel vor den Mahlzeiten hast oder ähnliches. Es gibt da die gesunde Mitte. Und das, was ich in meinem Coaching sage, was ich auch selber mache, ist genau das. Eine gesunde Baseline, dass überwiegend die Lebensmittel eben clean sind. Und damit möchte ich jetzt auch mal einen Cut machen. Es gibt nicht clean und dirty, sondern es gibt einfach nur eine schlechte Gesamtzusammensetzung deiner Ernährung oder eine gute. Und dann hast du auch Platz, andere Dinge da einzubauen. Ich finde es auch ganz witzig, weil häufig sind dann die Verfechter von 6 Mal am Tag Hähnchen, Reis und Brokkoli die gleichen, die dann sonntags Cheat Day machen und sich besinnungslos 8000 Kalorien reinfressen. Interessant. Also wenn ich in meine berechneten, sinnvollen Makronährstoffe ein paar Haribos mit einbaue, dann ist das der If it fits your macros Dreck. Aber wenn ich mir am Sonntag besinnungslos 8 oder 10.000 Kalorien reinkloppe, die nur aus Bullshit bestehen, dann ist es echtes Bodybuilding, weil ich 6 Tage davor Hähnchen und Reis und Brokkoli gegessen habe. Ich persönlich finde nicht, kannst mir gerne deine Meinung mitteilen. Und ich bin auch immer interessiert an einem guten Austausch. Der Punkt ist hier, es geht nicht darum, eine Sache in den Dreck zu ziehen und die andere Sache zu glorifizieren. Es geht darum, differenziert zu betrachten, wie baue ich meine Ernährung sinnvoll auf. Und wieder der wichtige Faktor, nicht nur, wie baue ich meine Ernährung sinnvoll auf, sondern wie schaffe ich es, so zu essen, dass ich nachhaltig mich daran halten kann und Erfolge erziele. Selbst wenn auf dem Papier Hähnchen, Reis und Brokkoli die perfekte muskelaufbauende Mahlzeit wäre, was bringt es dir, wenn du es 2 Wochen lang so essen kannst und es dir danach zum Hals raushängt und du wieder den ganzen Tag Bullshit isst? Wie wäre es, wenn du stattdessen deine Ernährung so planst, dass du eine gesunde Vielfalt an Lebensmitteln hast, ab und zu auch noch ein paar schöne Dinge essen kannst, auf die du Hunger hast und so nachhaltig eine gesunde Ernährungsweise etablieren kannst, während du optimal auf dein Ziel zugehst? Hört sich ein bisschen besser an, oder? In dem Sinne gehe ich jetzt einen Kinderriegel essen. Ciao.